So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim am Rande des Schicksals. Unser Schicksal treibt uns zurück in die Schattenrufmine. Gut, Mortens Minenschlüssel. Okay, ja, okay, gut. Morten benötigt etwas, um das Tor vor Angreifern zusätzlich zu sichern. Ich soll hinauf zur oberen Mine gehen und nach Stützbalken oder ähnlichen Ausschau halten. Schalten wir diesen Quest aktiv und sehen uns weiter mal diese Mine an. Sieht aus wie eine Treppe. Leiter meine ich, Leiter. Gott, ist das dunkel. Sogar bei mir dunkel. Habe ich irgendwie keine Lichtzauber oder so? Eine kennt die Quest. Gut, wir haben Spinnengift gefunden. Auf jeden Fall wieder Ziegelsteine. Hoffentlich müssen wir nicht wieder irgendwelche Löcher verstopfen. Ui. Alter, wenn hier in so einer Mine so große Spinnen drinne wären, dann wäre das ja auch... Alter, ich mach die Musik leiser, tut mir leid. Wenn in so einer Mine so riesen Spinnen drin wären, ja danke, dann würde ich auch voll hier reingehen. Naja. Wir haben ja schon gegen Schlimmeres gekämpft, aber... So große Spinnen sind nicht wirklich ein Vergnügen. Ui, Teleportrune. Wie können wir uns damit teleportieren? Ödischer Marmor. Es war fast geschafft. Wenn ihr wollt, dass ich die Bücher alle vorlese, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Bisher tue ich es noch nicht. Also wenn ihr es wollt, dass ich das mache, dann schreibt es in die Kommentare. Sonst werde ich es nicht tun, da es ja die meisten Leute, habe ich auch gemerkt, in anderen Spielen, dass es... Ich fand zwei stabile aussehende Schaufeln, die sollten das Tor zusätzlich schützen können. Ich habe schon bemerkt, dass andere Leute so Bücher und sowas in Spielen überhaupt nicht leiden können. Ich lese mir die meistens durch, aber wenn es den Spielfluss stört, dann tue ich es natürlich nicht. Ist eure Entscheidung, ob ich das mache. Schreibt in die Kommentare, nicht schon wieder raten. Och man. Ich hab nur Rattenphobie langsam, ey. Aber wenigstens geben sie uns Rattenfleisch, was sie auch gut für Tränke benutzen können. Ey, seit wann sind Ratten denn so aggressiv? Was sind das für Ratten? Aber hier können sich ja noch gute Sachen finden lassen. Vielleicht so ein Magiehandbuch, was wir dann benutzen können, um neue Magie-Zauber zu lernen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Magier in Oblivion zu spielen ist echt schwer, meiner Meinung nach. Ich fand es in... es ist in Dings viel leichter in Skyrim, meiner Meinung nach. Und ich weiß auch nicht. Ziemlich kompliziert alles in Oblivion gemacht. Im Gegensatz zum The Elder Scroll. Also The Elder Scroll 5. Skyrim? War es 5 oder 4? Ne, 5 war das. In Skyrim ist das alles viel einfacher. Smile Dog. Ich mag es nicht, wenn meine Hunde, also wenn man die Wölfe hier schlägt, wenn die so jaulen. Es hört sich nämlich an, als würde mein Hund immer jaulen. Und das finde ich nicht so besonders angenehm. Mir tut mein Hund immer leid, der war tatsächlich gestern auch noch beim Tierarzt, da er, Durchfall hat und auch öfters jetzt in die Wohnung macht, kann man natürlich nichts für und deswegen waren wir beim Tierarzt, hat anscheinend, okay, hat dann Durchfall halt und hat deswegen, mussten wir zum Tierarzt und haben deswegen, deswegen macht er auch in die Wohnung und so in letzter Zeit. Und hat eine Magen-Darm-Entzündung und dann war er natürlich beim Tierarzt und hat da gejault wie wahnsinnig und es tat mir so leid, ich könnte sowas überhaupt nicht Tierarzt sein. Das ist schrecklich für mich gewesen, also wir haben schon wieder so ein Symbol bekommen.
50 EP, supi. Nicht schon wieder zwei Wölfe. Ja. Ich hab ja... Hehe, sagen wir ihn Leben ab. Was habe ich denn noch so alles? Okay, ich habe mein Schwert gemacht. Okay, das war Berührung. Ja, im Kämpfen ist man halt in den Anfangsgebieten noch nie so wirklich stark. Wir kämpfen hier gegen zwei Wölfe, die man wahrscheinlich nachher mit One-Hit oder so macht. Also vermute ich jetzt mal. Nachher werden die bestimmt nicht besonders stark sein. Aber ich nehme trotzdem noch hier alles mit, damit man eigentlich auch sich so ein bisschen aufrüsten kann. Okay, den habe ich ja gerade gekillt. Mir fällt auf, ich plündere immer die Eisenerze, die ich schon geplündert habe. Hier bin ich wahrscheinlich durchgefallen, wo ich das letzte Mal hier war. Gut, ich fange jetzt mal mit einem neuen Thema an, was ich mir so gedacht habe, also was mir jetzt gerade so spontan einfällt. Und zwar lese ich gerade ja, also ich lese ja sowieso sehr viel, immer wieder lesen, sage ich euch auch. Ich habe auch wirklich in meinem Freundeskreis, habe ich auch tausendmal schon erzählt, dass ich Leute habe, die überhaupt nicht lesen und das gefällt mir überhaupt nicht. Also Leute, lest da draußen, auch wenn es nur ein Manga ist, ein Comic, aber lest. Oder liest, ich weiß nicht genau. Ich lese auch ziemlich häufig, habe ich auch tausendmal schon erzählt. Zurzeit lese ich tatsächlich ein Buch, das eigentlich tausend Leute schon kennen, was auch wirklich berühmt ist und eigentlich die Drogengeschichte in Deutschland geradezu revolutioniert hat, nämlich Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Meine Schwester ist jetzt in einer neuen Schule und hat das aus einer Bibliothek mitgebracht, aus der Schulbibliothek, und das ist das allererste Mal, dass ich das lese, und ich muss echt sagen, es schockiert mich ein bisschen, da diese ganzen anderen Bücher über Drogen, die man hier in den Schulen liest, man auch wirklich so halbherzig liest, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mochte diese Bücher nie und ich fand die auch immer so ein bisschen langweilig und... Okay. Soldaten des Mittelreiches bewachen das Minengelände zu jeder Zeit. Und ich muss auch sehr ehrlich sagen... Okay, ob ich tiefer in die Mine will, weiß ich gar nicht. Sieht ihr... Ach, hier sind wir jetzt! Ah, ich verstehe, wo wir sind. Hier sind wir ja gerade... Okay, ich verstehe. Schnell wieder raus hier. Da will ich nicht nochmal rein. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich mute mich kurz. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Und ich, muss ganz ehrlich sagen, die ist in einer, also diese Christiane F. oder so, ist ja auch in einem krassen Umfeld aufgewachsen und so weiter und so fort, aber ich weiß auch nicht, man kann ihr die Schuldzuweisung echt nicht vom Hals weisen. Sie ist auch grundsätzlich selbst dran schuld, meiner Meinung nach. Die ist ja von leichten Drogen auf harte Drogen umgestiegen und so weiter. Und sie sieht die anderen so abwertig und denkt, dass es in anderen Gruppen, außer in diesen Drogengruppen, keine wirkliche Freundschaft mehr gibt. Ich guck mich mal da oben um. Keine wirkliche Zusammenhalt mehr gibt und so. Aber selbst erzählt sie, dass sie für die Drogen alles tun würden. Die anderen wirklich ausstechen würden, verraten würden, körperlich verletzen würden, damit sie wieder den nächsten Schuss bekommen. Da frage ich mich... Ist die noch ganz dicht, meiner Meinung nach? Die ist 14 und erzählt von dieser, wirklich von dieser Drogengeschichte. Also ich habe wirklich nicht viel mit Drogen zu tun. Ich kenne mich auch nicht wirklich aus, aber dann erzählt die halt, dass sie da total Zusammenhang hat mit der Gruppe und so, dass es gar keine Freundschaft mehr in anderen Gruppen gibt außer dieser. Und ganz ehrlich, im Gegensatz zu, also... Oh. Hey!
Was? Mich verarschen? Warum greift er mich an? Der Händler kämpft sogar mit. Was soll das machen? Die Verstärkung ist da! Dem Schöpfer sei Dank! Ich hab dir deine... Wir haben den Angriff überstanden. Ich kann mich auf zur Abtei machen. Nachdem der Minenwald wieder offen ist, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, zur Abtei zu reisen. Vielleicht sollte ich dabei vorher noch bei Purumi in der Mine vorbeischauen. Okay, diese Mission aktiv schalten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ui, das nehme ich mit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein Magier-Outfit nehmen soll. Oder, ganz ehrlich, erstmal in meinem Outfit bleiben soll. Eisenpfeil nehme ich aber mit. Kann ich die nicht plündern? Nee. Ich gehe mal zu Purim noch vorher. Der will ja auch hier weg. Und, naja, die sieht die anderen so abwertig. Und ich weiß auch nicht. Hat sich auch voll gelohnt, dass wir die Schaufel mitgenommen haben. Grrr. Aber erzählt selbst von sich, dass sie, dass in dieser Gruppe so viel Zusammenhang ist, aber würde selbst die anderen verraten für einen, für Drogen. Na, was habe ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar... Ja, gehen wir. Schön, ich habe ein Boot. Damit kommen wir über den See. Folgt mir. Gut, dann müssen wir nicht so viel machen. Okay. Okay, ich gucke mich mal nochmal, was wir alles so bekommen haben. Der Dolch hat 2 Damage, der hier hat 3. Dann machen wir die auch gleich auf Schnelltaste 6. Stiefel hat 1 Damage, aber wie sieht die denn? Die sehen irgendwie cool aus. Dann nehme ich die hier, statt die. Die haben auch 5. Okay, das sieht irgendwie gruselig aus, das nehme ich nicht. So. Naja, und halt schreibt eure Kommentare mal zu dem Buch, falls ihr das gelesen habt. Ich finde das nämlich alles ziemlich krass da, auch diese... es regt wirklich zum Nachdenken an. Und naja. Ui, den will ich aber mitnehmen, den Pfeil. Oder doch nicht. Hallo, ich will raus hier. Ich war schon zu lange hier drin. Illidan ist irgendwo da draußen. Ein Schild. Das können wir eigentlich auch mitnehmen. Ich finde cool, dass die Pilze verschwinden. Oh. Okay. Die gehen ja auch ziemlich brutal mit den Magiern um. Aber wahrscheinlich gehen die Magier auch brutal mit den Menschen hier um. Ui, da haben wir doch Magietränke gefunden. Dann ziehen wir ein bisschen weg. So, und holen uns den Magietrank. Ah, schön hier. Cool, dass sie weggehen. Ja. Okay. Ui, das ist aber ein schöner See. Kann ich das mitnehmen? Nö. Schön hier eigentlich. Ich hoffe, hier gibt es auch noch so Nordgebiete und vielleicht auch eine Wüste oder sowas, weil ich liebe Wüsten. Außer bei Diablo, da mochte ich die nicht. Die hängt schon wieder fest. Mein Freund. Gut, er läuft wieder rum. Das finde ich toll. Pflanzen nimmt er nicht mit, nur Pilze, okay. Ich will nicht rudern. Könnt ihr machen. Okay. Ui. Oh, das ist Purims Platz. Ui, das ist cool. Diese Hexer, die Minenwald gegriffen haben, sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Mhm. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nerims abgespalten und für unabhängig erklärt. Wie schrecklich. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Mich haben sie schon eingezogen. Schrecklich, dieses Gekämpfe.
Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Meerin versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas, aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Tja. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. Nein, das mache ich schon mit meinem Let's Plays. Meine Frage ist jetzt aber, wir sind bei der Abtei abgekommen, unser Boot ist verschwunden. Das Witzige ist ja auch, dass die nur Krieg führen, damit sie die Magier sind ja im Krieg, weil die die Magie unterbinden wollen, mein Freund. Unser Boot ist weg. Irgendwie. Okay, jetzt ist wieder da. Ich denke, hier mache ich erstmal einen kurzen Cut, da stand auch Speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part bei, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, so, Burim. Da wären wir. Die Abtei. Okay, gut, dann mache ich hier jetzt erstmal einen kurzen Cut. Bis denn.